Ein Relikt vom Molag Bal. So einem fiesen Dedra-Fürsten oder was immer das ist. Und ein Dwemer-Zahnrad. Dwemer waren früher die Zwerge, wer damit nicht so vertraut ist. Meine ich mich richtig zu erinnern, hoffe ich jetzt. Hoffentlich kriege ich keine von 100% Elder Scroll Nerds jetzt symbolisch auf die Schnauze. Bin ja, es tut mir leid. Bin auch nur ein Mensch. Ey. Hallo? Ach, der Gute ist. Au. Hört auf, euch einzumischen, Abschaum. Hey. Diese rotwardonische Seele wird den Mordwurm wie Vikus antreiben. Es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Was war das? Bist du Lucy oder was? Diese Vision, eine Dremora, die über Merrick spricht. Warum würde sie meinen glücklosen Gefährten wollen? Wer war das? Elef hat keine Ahnung, wer sie auch ist. Sie ist keine Freundin der Gilde oder von Merrick. Immerhin ist sie hinter so einer Seele her, hat sie gesagt, ne? So scheint es. Diese kann sich den Wert einer solchen Sache nicht vorstellen. Zu glänzend und voller Stolz. Trotzdem müssen wir ihn warnen und die Gilde. Elef wird Merrick nachgehen. Kehrt zu sieht alle Farben zurück. Sagt ihr, was ihr gesehen habt. Geht. Dann mach mich mal an die Arbeit, ne? Kehrt so schnell wie möglich nach Davons Wach zurück, Kameradin. Sieht alle Farben, muss davon erfahren. Ja, komm, wir sind hier gerade in der Nähe. So schnell sind wir nicht mehr hier oben, von daher machen wir das mal. Zum Gruße. Guten Tag. Schon billig die Sachen, ne? Ah, ist schon hier. Okay. Guten Tag. Schon so bald zurück, Kameradin? Merrick und Elef haben diese Kultisten aufgehalten, aber uns ist eine Projektion erschienen. Eine Dremora. Eine Vision einer Dremora. Das trübt das Wasser. Die Truppen von Molag Bal müssen mehr wissen, als wir gedacht haben. Was hat sie gesagt? Hat sie über einen Mortum Vivicus gesprochen? Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht, Kameradin. Interessant. Hat sie noch etwas gesagt? Sie sagte, sie würde die Seelen eines Rotwadronen nehmen. Sie folgt Merrick. Merrick? Das lässt meine Schuppen austrocknen. Rekrutin, ihr müsst zu ihnen gehen. Elef und Merrick sind kompetent, aber den Dedra kann man nicht trauen. Ihr findet sie bei Ebenherz. Ich werde hier unsere Truppen versammeln und diesen Vivicus untersuchen. Was immer das ist. Okay, wird erledigt. Alle klar. Dillim. Grüße. Bist du wohl hier durchlassen? Gibt's das denn? Nein. Es gibt Gerüchte, dass sie eine uralte Waffe sind. Ja, es gibt auch Gerüchte, dass... Nein, das sag ich jetzt nicht. Dass Molag Bal einen Kleinen hat. Nichts gesagt. Was ist das denn überhaupt da hinten? Ach ja, das Quemannest sollen wir jetzt hier, ne? Genau.
Kiste? Ja. Ich habe mir das Gefühl, muss man gar nicht machen. Mann, muss man glaube ich gar nicht machen. Selten dämlich, manchmal wirklich. Das war so klar. Bin nochmal weg. Tschüss. Uah. Guten Tag. Nimmst du die mal? Ich gehe nochmal ganz gepflegt wieder raus. Ah. Tag. Okay. Dein Ernst? Willst du mich verarschen? Habt ihr die Quarma-Kappe? Jupp. Ich werde sie nicht berühren. Noch nicht. Bitte bringt jedem meiner Schüler ein Stück. Sie wissen, was zu tun ist und sie sind bereit. Trefft mich danach am südlichen Musterungslager. Was muss getan werden? Krieg hat dieses Land verwundet. Jetzt sind wir an der Reihe, Opfer darzubringen, damit die Ebene heilen kann. Meine Schüler begreifen dies und sind sich der Gefahr bewusst. Aha, ich glaube, ich verstehe. Hoffe ich mal. Die wollen sich jetzt opfern, damit er wieder alles blüht, oder was? Alter, ohne Scheiß. Sieht doch aus wie Wasser. Ich muss so einen Baum finden, der so auch einigermaßen wieder blüht und wo da Wasser runterfließt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das werde ich nur sehen, wirklich, wenn das wieder alles so gereinigt ist. Oder ich sehe später noch irgendwann. Das kann natürlich auch sein. Willkommen, Reisende. Die Quarma-Kappe, wisst ihr, was passieren wird? Ja, mein Körper wird vergehen, aber meine Seele wird zu einem dieser Bäume hier. Das Land wird wieder erblühen. Bitte gebt mir den Pilz. Bitte sehr, Gamkur. Das sieht jetzt erstmal so nicht so wirklich spektakulär aus. Ich hoffe, das wird hinterher noch was Besseres. Oder es dauert seine Zeit. Das kann natürlich auch sein. Heiß, 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 heiß. Heiß. Ich stehe bereit, um Reza zu unterstützen. Ich habe die Kammerkappe. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja. Und ich bin dankbar. Wenn wir uns in der nächsten Welt treffen, dann erzählt mir, wie wunderschön das Land geworden ist. Findet Frieden, Utadek. So, dann bringen wir mal zur Reza. Auch mal, dass jetzt mal langsam ein bisschen mehr Auswirkungen sieht, anstatt nur so ein paar Bäumchen da. Aber man sagt, es fängt langsam an, ne? Also von daher, ne, warten wir es mal ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das dieser Baum da ist. Dass hier irgendwann Wasser gleich runterfließt oder irgendwo, keine Ahnung, irgendwo da hinten. Naja. Hallo. Tag. Sie sind tapfer, meine Akolyten. Jetzt liegt es an mir. Unser Blut wird das Wasser sein, unsere Knochen die Erde. Und hier ist der Pilz für euch, Reza. Ich werde dieses Geschenk, dieses Opfer darbringen. Bäume, Pflanzen,
Eines Tages wird alles wieder blühen. Blut ist Wasser. Wasser ist Leben. Mögen die Hist euch in ihre Arme schließen. Okay. Es regnet zumindest schon mal. Ich bin ja mal gespannt. Ne? Ich kann mal gucken, vielleicht ist das sogar dieser Baum hier. Je nachdem, von welcher Seite man ihn betrachtet. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo die Stelle in der Umgebung. Naja, vielleicht ist er es auch nicht. Aber, ne? Hätte ja sein können. Ich bin echt mal gespannt, wann das hier wieder anfängt zu blühen. Oder meinen die diesen Baum da? Oder den. Oder den. Oh, ist doch kacke. Aber kann natürlich auch sein, dass sie die Lava meinen. Da muss das nämlich irgendwo auf dem Berg sein. Was sieht mein Wasser aus? Und so vertrocknet sieht das auch gar nicht aus. Vielleicht muss ich wirklich eher warten, bis das Wasser hier wieder fließt. Bam, 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 bam. Stufenaufstieg. Stopp. Machen wir schön nach der Reihe. Bisschen Ausdauer. So, das brauche ich nicht, das auch nicht. So, was können wir denn hier Neues machen? Das benutze ich ja öfters. Chance bei Treffern, das Ziel aus dem Gleichgewicht zu bringen, nur erhöht euer Angriffstempo. Schaden, der sechste Treffer verursacht 37 Schaden. Euer Angriffstempo erhöht sich 8,6 Sekunden lang und ja, komm. Bisschen Damage Boost kann nicht schaden. Oder ist der das vielleicht hier? Einfach mal gucken, vielleicht findet man ja was. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jetzt hier irgendwie sein soll. Obwohl, je nachdem wie man hier steht, Moment, let's have a look, wenn man hier so steht, gut, Eisenerz nämlich auch, aber ich bin eigentlich wegen was anderem hier. Nerv nicht. Kommst du wohl her? Nee. Ich könnte natürlich auch jetzt um jeden beschissenen Baum hier hingehen und das einfach mal ausprobieren, aber nein.
Mache ich, glaube ich, lieber nicht. Was zum... Ah. Die Brüder des Swiss. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Ich tippe wirklich fast drauf, dass der das hier ist, aber... Wie gesagt, ich interpretiere jetzt mal da rein, dass auf der Karte wirklich mehr Wasser zu sehen ist. Dass man es jetzt, wie gesagt, noch gar nicht hier kriegen kann. Da tippe ich jetzt einfach mal drauf. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Okay. Der könnte es aber trotzdem sein. Wenn man so überlegt, da vorne sind Steine und wirklich irgendwie von der Stadt sieht man auch nicht. Na. Nee. Oder? Nee. Das sind immer so kleine Gedanken, die durch den Kopf schießen. Ah, was ist denn da hinten? Da ist so ein Riss oder was das da genau auch ist. Toll, ich hab's verpasst. Fuck. Scheiße. So, machen wir erstmal die Quest jetzt hier. Quama, braves Quama. Bitte, entschuldigt mich. Habt ihr zufällig Quama gesehen? Vielleicht westlich der Siedlung? Wenn ihr welche seht, könntet ihr sie dann zu meiner Mine führen? Ihr sucht nach Quama? Ja. Als der Vulkan ausbrach, bekamen meine Arbeiter Angst und flohen. Jetzt greifen sie jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Normalerweise sind sie ängstlich. Ein paar Schläge sollten sie also ruhig stellen. Okay, und warum ruft ihr sie nicht zusammen? Ich? Seht mich doch an, ich bin verletzt. Schlagt sie ein wenig, dann benutzt diese Pfeife. Sie wissen dann, dass sie zur Höhle zurückkehren müssen. Na gut, gib her damit. Denkt daran, bändigt sie und benutzt dann die Pfeife. Wenn ihr das nicht macht, fangen sie wieder an zu kämpfen. Ich werde bei meiner Mine sein, westlich der Siedlung. Ich muss retten, was noch zu retten ist. Ah, so schlimm scheint der Verletzung ja doch nicht zu sein, oder? So schlimm scheint der wirklich nicht zu sein, mein Freund. Habt ihr keine Angst? Nö. Ah, wenn man das hier sieht, da sind schon hier die ganzen... So langsam blüht hier was. Diese Flöte klingt scheiße, wenn ich das mal so anmerken darf. Mal schön hat sie meinen Schädel gezogen und so fort. Das so muss das sein, meine lieben Damen und Herren. So muss. Hoppala. Ich glaube, ich bin schon zu weit. Da hätten wir noch jemand was haben. Meine Güte, ey. Alle wollen sie hier was. Da hinten sind noch Schröders.
Oh, Hallöchen. Komm, einen kriegen wir noch. Du denn? Dann nicht. Da. Ja, hab ich schon nachgeguckt, ne? Oh Scheiße, ich werde jetzt bei jedem größeren Baum nachgucken. Vielleicht hat man irgendwann Glück. Die Herzen der Dunmer sind so trocken wie... Schaut euch die Zerstörung an. Und trotz alledem streiten sie noch immer. Ihr könnt es auch kaum fassen, oder? Wer streitet denn? Was redet ihr da? Die Dunmer und die Argonier. Nun, hauptsächlich die Dunmer. Ein Vulkan hat sie nie verwüstet. Jetzt greifen flammende Schröter die Überlebenden an, aber die Dunmer wollen keine Hilfe von den Argoniern annehmen. Verdammt sei ihr stolz. Und was kann man da tun? Diese Leute brauchen Hilfe. Weiche Schuppe kann eine Brandsalbe aus Schröterchitin herstellen. Gut, dann werde ich Schröter töten und ihr Chitin zur weiche Schuppe bringen. Schröter sind überall in der Siedlung. Sammelt ihr Chitin und bringt es zur weiche Schuppe. Aye, Sir. Ha. Der kann es auch nicht sein, da sehe ich keine. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, zum wenig gleich. Ich muss erst ein paar Schröder töten. Schafft er das? Guten Tag. Schnauze. Oh. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich eventuell ein bisschen Hilfe brauchen werde, weil der letzte ist ein Elite-Gegner und das schaffe ich leider nicht alleine.